Perfekt. Zwei hier auf Microlaser TV. Hua. Ja, der Konkurrenz von Microsoft Train Simulator. Wir schauen uns ihn jetzt auch ein wenig an. Ich habe das oft in dem Microsoft Train Simulator gesagt. Ich habe leider nicht wirklich viel Erfahrung mit dem Protein Perfect 2, denn, wie gesagt, das war damals die große Konkurrenz von dem Microsoft Train Simulator und ich hasse Konkurrenz, gerade von meinem heißgeliebten Microsoft Train Simulator. Kann doch gar keiner besser sein als der MSTS, und aber es gab ProTrain Perfect 2, und diesen wollen wir uns jetzt in den nächsten Folgen hier uns angucken, und wir beginnen erstmal mit dem Add-on 4 S-Bahn Berlin. Wir fahren heute, ihr seht, S3 nach Spandau, und zwar von Erkner, also wir fahren am, also eine lange, lange Tour. Ja, das wollen wir uns jetzt dementsprechend angucken. Weil bewegliche Kamera, da können wir uns jetzt hier natürlich so schön bewegen hier. Und ihr seht, ne, es ist Erkner, es ist, Alter, es ist so geil. So, also die Steuerung ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, gestehe ich. So. Ah, steht gar nicht da, dass es Erkner ist. Ist ja auch interessant. Ah, da steht's da. Erkner, da seht ihr es. Wir starten. Oh, das ist das Pausebild. Auch ein bisschen blöd, so da, Erkner, ja. Wir fahren, wie gesagt, das erste Mal ProTrain Perfect 2. Ich habe mich natürlich schon ein bisschen reingefummelt. Ich habe hier auch zig Add-ons, denn ich habe auch ProTrain Perfect 2 echt günstig abgeschossen, wo ich mir gesagt habe, alles klar, ich will mir das jetzt alles mal angucken, also die ganzen alten Spiele, weil, ja, ich gerade ja mit dem Microsoft Train Simulator ja sowieso in Nostalgie schwelge, da habe ich gesagt, alles klar, komm, wir probieren jetzt auch mal ProTrain Perfect 2 aus, und das will ich jetzt halt dementsprechend damit jetzt tun, und hoffe natürlich wieder auf ebenfalls viel Feedback von euch, viel Motivation, viel Unterstützung. Wir fahren mit der Baureihe 481, wie gesagt, und ja, dieser ganze DLC oder diese ganze Add-on, glaube ich, kostet bei Amazon irgendwas mit 10 Euro, 15 Euro, plus natürlich ProTrain Perfect, was ihr natürlich dazu auch braucht, ist natürlich dann schon, ja, kommen so 20, 25 Euro dazu. Ja, gebraucht bekommt ihr sie natürlich günstig, denn das ist nämlich das Gute an alten Spielen, fast ältere Spiele, sie brauchen kein Steam oder sonstiges, weswegen ihr einfach das installieren könnt und dann einfach mal spielen könnt. Ich habe mir natürlich noch einige Add-ons dazu gekauft. Das ist also ein Projekt, was auch genauso wie der Microsoft Train Simulator ein wenig länger dauern wird und ich aber trotzdem richtig viel Freude haben werde damit, hoffentlich zukünftig. Denn dieser Simulator wechselt sich mit dem Microsoft Train Simulator natürlich ab. Weswegen ich jetzt gesagt habe, Farm Dynasties und Pool Farming fliegen aus dem Programm raus erstmal. Weswegen ich mich jetzt hier voll und ganz auf den Microsoft Train Simulator und ProTrain Perfect 2 konzentrieren kann. Ob das für was wird, das werden wir ja sehen. Ich hoffe natürlich, ihr unterstützt mich, denn es gibt ein Add-on, das noch geiler ist als Berlin S-Bahn. Und das werden wir uns hoffentlich dann auch irgendwann mal angucken, wenn wir hier natürlich die Linien mal so durchgefahren sind von Berlin S-Bahn. Und damit würde ich tatsächlich sagen, wir hauen die Pause raus. Somit beginnt das Ganze. Wir sitzen in unserem Cockpit, wie ihr sehen könnt. Ebola funktioniert hier auch. Das ist halt anders als wie zum Beispiel bei dem Microsoft Train Simulator. Wir sehen hier tatsächlich diese ganzen Anzeigen hier, die hier so runterrattern. Ja, und ich weiß gar nicht, wann ist denn, wo haben wir denn? Wo haben wir den? Ah, Gottes Willen. Alter, man muss sich bücken. Wann ist er denn erschienen eigentlich? Muss ich das mal ganz kurz gucken. 2010? Okay, also von 2010 hat auf jeden Fall Harlequin das übernommen. Ob es jetzt die Version wirklich jetzt ist von 2010, es gibt natürlich noch ProTrain Perfect 1. Und tja, mal gucken, ob der halt realistischer ist als, also ProTrain Perfect 1 war der Konkurrent zum MSTS, also zum Microsoft Train Simulator. Nicht, dass ihr das jetzt falsch versteht, weil ich sage jetzt hier 2010. Das sind natürlich auch schon gute 7 Jahre her. Und tja, ich bin gespannt, wie ihr diesen finden werdet, den ProTrain Perfect 2. Aber wie gesagt, Berlin S-Bahn gibt es natürlich auch ein Add-on vom MSTS. Allerdings fährt er nur von Ostbahnhof nach Spandau raus. Und das war's denn. Und hier haben wir wirklich Erkner. Ja, nach. Also das ist schon ziemlich, ziemlich geil. So. 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 Damit geht's los. Wir beginnen. Wir fahren.
Auch hier eine Grafikfehler. Leider, aber man kann mit leben. Man kann mit leben. Mit Ansagen und alles sowas. Also, es ist geil. Es ist geil. Ich habe es gespielt und ich war sofort drin. Ich konnte nicht aufhören. Es wird leider ein paar Ruckler geben. Das Spiel funktioniert tatsächlich noch auf Windows 10. Also ich muss das jetzt hier nicht mit einem externen Programm machen oder sowas. Also, auch das ist ziemlich cool. So. Und ihr hört diesen Ton, ja, wie von der Berliner S-Bahn. Ziemlich nice. Ich selbst komme von der Ecke da hinten, Erkler. Also ursprünglich habe ich in Berlin-Köpenick gewohnt. Was, ja. Wo wir jetzt gleich auf jeden Fall dran vorbeifahren werden, tatsächlich. Sind wir ein bisschen schnell. Aber es wird jetzt sowieso gleich aufgehoben. Aber jetzt sind hier mit 90 fahren dürfen. Wie gesagt, bitte nehmt mir das nicht übel. Ich werde jetzt hier, auch wie in dem Microsoft Train Simulator, bin ich hier kein Vollpro drin. Ich bin so einer, der spielt sie ganz gerne, aber Meister bin ich nicht. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel jetzt irgendwelche Fachbegriffe von mir jetzt hören wollt, muss ich euch dementsprechend leider enttäuschen. Da bin ich dem nicht mächtig. Wie gesagt, ich spiele sie sehr gerne, habe mich damit aber nie wirklich auseinandergesetzt mit dieser ganzen Thematik mit S-Bahn, Eisenbahn und so. Das hast du nicht gesehen. Ich kann euch jetzt nicht erzählen, was jetzt der Unterschied zwischen irgendeiner bestimmten Baureihe ist oder sowas. Und mit den Bremswegen zum Beispiel, auch da muss ich mich da so ein bisschen reinfummeln, ja. Nächste Station, Wilhelmshagen. Wilhelmshagen. So, so, ich versuche das natürlich hier alles nicht mit der Maus zu spielen. Oh, aber haut er hin. So, alles einsteigen, bitte. Dankeschön. So, damit sind wir schon am ersten Bahnhof angekommen, Wilhelmshagen. So, ja, wir brauchen halt auch ein bisschen, bis er nachlädt. Berlin, Erkner. Ich habe mir jetzt eigentlich eine neue Maus gekauft, aber ich habe sie noch nicht angeschlossen. Ich wollte das eigentlich machen, da, Wilhelmshagen. Ja, Wilhelmshagen, Gleis 2. Ah, diese alten Zugzielsysteme noch, ja, die sie damals hatten mit dieses Umblättern von den ganzen. Heutzutage ist ja alles so mit LEDs und Einsteigen bitte. ja, das ist natürlich ein bisschen anders. So. Diese Töne sind einfach so abartig geil. Wie gesagt, ich habe Pro Train hatte ich ja schon zu Hause gehabt, weil ich mich immer mal so ein bisschen rantasten wollte an das Ganze. Hab's dann aber nie gemacht und jetzt habe ich, wie gesagt, so ein Bundle gefunden, wo er den halt mit DLCs, also mit Addons dann schon verkauft hat, inklusive Berlin S-Bahn. Und er gesagt hat, alles klar, komm, also für, was waren es jetzt, 15, 20 € irgendwie sowas in dem Dreh. Nehme ich es tatsächlich mal mit, ja, und probiere das. Auch die Installation, keine Probleme. Ich weiß noch, wo ich das erste Mal das installiert hatte, hatte ich dann schwarze Texturen überall gehabt, keine Gleise und hast da es nicht gesehen. Alles weg, das gibt's, als ob es das gar nicht mehr gibt. Ziemlich cool. Und somit braucht man keine externen Programme dafür auch, ja. Also das ist halt echt Vorteil, also gegenüber dem Microsoft Train Simulator, der halt mit externen Programmen nur noch läuft auf Windows 10. Auch wie gesagt, das Ganze hier in 1080p, das finde ich auch ziemlich cool. Und ich glaube sogar, mich recht zu erinnern, doch, müssten 60 FPS sein, meiner Meinung nach. Also auch da, ja, ist es natürlich schon schön. Und auch in der Aufnahme sieht das echt ruckelfrei aus. Das gefällt mir. Wie gesagt, wir werden später. Denn wie gesagt, Ostkreuz, ab da geht es dann los, dass er dann halt so ein bisschen mehr Texturen nachladen, also Texturen laden muss und alles sowas. So. Nächste Station, Rahnsdorf. Rahnsdorf.
60. So, damit stehen wir schon wieder. Hier war meine Fahrschule, ihr Lieben. Hier habe ich meine Fahrschule gemacht in Berlin-Rahnsdorf. Und zwar, meiner Meinung nach, ach gut, zeigen sie hier nicht. Hier hinten war die irgendwo. Hier muss die gewesen sein. Ich weiß nicht, warum hier jetzt hier nur Wald ist. Warte mal, war das doch ein Rahnsdorf, oder? Müsste Rahnsdorf gewesen sein. Alles täuscht. Aber guck mal, wie weit man hier zum Beispiel noch rein- und rausgucken kann. Ja, das finde ich halt so super episch gemacht, ja, in dem Pro 3 Perfect. Also, wahrscheinlich zu Unrecht verurteilt, wie ich es schon am Anfang der Folge gesagt hatte. Tut mir auch echt leid. Aber wie gesagt, irgendwann bleibt man irgendwann hängen und dann wisst ihr ja, wie das denn immer ist. So alte Gewohnheit oder sowas, ne? Dabei gab es eine richtig geile Simulation und du hast die einfach vom Tisch geballert. Freue mich natürlich wieder auf Kommentare von euch, ja, um einfach mal zu sagen, so geil. Und einfach mal das Fazit zwischen Microsoft Train Simulator und Pro Train Perfect. Aber ich glaube, ich weiß jetzt schon, was ihr da zum Teil alle sagen werdet, dass das halt Unterschied ist wie Tag und Nacht, ja. So eine dieser ganzen Töne finde ich einfach nur episch. Das ist, als ob man echt S-Bahn fährt. Ich habe mir auch eigentlich dieses Paket gekauft, dass man noch eine neue Mission hat und alles sowas. Weil irgendwie erkennt er diese nicht an. Also auf jeden Fall kann ich keine Mission auswählen, aus irgendeinem Grund auch immer. Vielleicht mache ich da was falsch, weil es ist schon sehr kompliziert, das mit dem Editor und hast da alles nicht gesehen. Da muss man sich ja wirklich erstmal mit auseinandersetzen. Deswegen ich jetzt aber erstmal gesagt habe, okay, komm, ich will jetzt erstmal ein bisschen S-Bahn fahren, will euch das zeigen, dass es halt auch eine gute Bahnsimulation gibt, außerhalb von den Dovetail Games. Auch da kann man ja mit der BR481 fahren von Friedrichstraße, nee, von Potsdam, nee, von Südkreuz, aber war das, ne? Von Südkreuz nach Teltow ist die einzige S-Bahn-Linie, die es da existiert, was ich schon sehr mau finde. Aber so einen richtigen S-Bahn-Simulator gibt es aber auch nicht, ne? Und da finde ich dann halt diese Add-ons hier schon massiv interessant, ja? Ich glaube, den von Hauptbahnhof nach Spandau haben wir, glaube ich, gesehen gehabt. Den hatte ich, glaube ich, Let's Played. Für mich da nicht alles täuscht. Aber, ja. Mehr ist, auch das war auch das einzige Add-on gewesen, so zwecks dem Microsoft Train Simulator mit Berlin S-Bahn. Sagen wir so, leuchtet denn die Lampe immer noch? Bin noch gar nicht mehr gefahren. Ja, insgesamt gibt es 4 S-Bahn-Linien, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Die werden wir uns natürlich jetzt hier erstmal alle abklappern, bevor ich dann eigentlich schon mit dem großen Projekt anfangen möchte. Denn eins hat dieser Simulator, was viele andere Simulatoren nicht haben. Oder was heißt, was viele andere Simulatoren nicht haben, wo es einfach noch keine Simulation von gibt. Und zwar nämlich punkto Straßenbahn. Da bin ich schon ziemlich gespannt drauf. Obwohl das halt noch ein bisschen komplizierter wird. Aber das werden wir uns dann alles, wie gesagt, hier im Let's Play angucken. Deswegen, Dienstags und Donnerstags immer eine Folge Pro Train Perfect. Und Montags, Mittwochs und Berlin Friedrichshagen. War das Friedrichshagen? Das war Friedrichshagen, Entschuldigung, das war nicht Rahnsdorf, Friedrichshagen war das, wo ich meine Fahrschule hatte. Hier war das nämlich, genau. So, muss ich mich entschuldigen, das war nicht der Bahnhof davor. Ja.
Na, bremse doch. Bremse. So, und zwar, genau hier war das. Hier hinten muss irgendwo. Ja, hier irgendwo war die Fahrschule. Hier hast du die Straßenbahnlinie. Der Wendeschleife, richtig. Ja, hier war meine Fahrschule. Geil. Und wie gut man das wiedererkennt, ja? So, wie sieht's aus? 11.26 Uhr ist Abfahrt. Ah, okay. So. Diese Töne, ja. Absolut geil. Ja, das ist, wie gesagt, ProTrain Perfect 2. Wie gesagt, ich hoffe, euch gefällt das Projekt genauso wie der Microsoft Train Simulator. Aber ich will halt nicht den Mainstream-Quark spielen, ja, den Train Simulator von Doof Day Games. Ich meine, wir haben davon auch viele Videos, davon mal abgesehen. Aber irgendwie habe ich so gerade voll Bock auf Nostalgie. Deswegen jetzt sage, ich habe sie jetzt rausgekramt, ich habe sie mir besorgt und damit gucken wir sie uns jetzt dementsprechend an, weil die haben wir noch nicht. Und oft kriegen wir immer noch so ein bisschen Input, dass der eine oder schreibt, die haben halt diesen leistungsstarken PC. Hirschgarten. Und sie würden halt gerne auch gute Simulationen spielen wollen. Boah, das ist aber ein bisschen schnell. So, wie sieht's aus? Ja, perfekt, würde ich sagen. Aber, ihr Lieben, damit endet Folge Nummer Uno. Ich würde mich natürlich freuen, wenn wir uns in der nächsten Folge wiedersehen zu einer neuen Folge zu ProTrain Perfect mit Addon 4 Berlin S-Bahn. Eure Aufgabe ist es, mir einfach mal zu schreiben, was haltet ihr dann von ProTrain Perfect 2? Habt ihr das schon mal gespielt oder ist euch das auch total egal? Denn ihr seid der absolute Train Simulator Fan von Doof Day Games. Denn, wie gesagt, gerne mal in die Kommentare rein. Und dann würde ich mich mal freuen, dass wir hier genauso ein Projekt starten wie mit dem Microsoft Train Simulator. Und damit verabschiede ich mich und sage einfach nur Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ne? Tschüss!